hat sich angehört, als wenn hier eine Bombe im Laden hochgeht. Und dann bin ich nach vorne und da stand das Auto auch schon direkt an der Scheibe. Die Scheibe natürlich gleich alles, also alles auf dem Fußboden. Und ich hatte natürlich im ersten Moment das Gefühl, als wenn da vielleicht saß da einer draußen. Das hätte ich auch sein können. Ich habe es vorher nicht mitgekriegt, ob da einer draußen gesessen hatte. War natürlich schon ein Schock, weil ich gedacht habe, jo, vielleicht liegt da einer unterm Auto noch. Und, aber Gott sei Dank, die Schutzengel, Engel waren da. Es war keiner draußen. Es saß auch keiner hier drin an dem Tisch. Und meine Kollegin stand Gott sei Dank dort an der Wand. Ich sitze jeden Nachmittag zwischen 3:30 und 4:00 und trinke hier meine Tasse Kaffee und esse ein Stück Kuchen. Das ist mein Rhythmus. Und gestern bin ich erst zum Friseur gegangen und habe gedacht, gehst du hinterher Kaffee trinken. Und dann kam ich hier und dann war gleich der Unfall schon passiert. Also hätte ich hier gesessen, hätte ich einen mitgekriegt. Da hatte ich einen Schutzengel. Weil als allererstes kam mir ein Gedanken, dass es den Mitarbeitern und den Gästen natürlich auch gut geht. Als die Mitarbeiterin mich angerufen hat, klang sie schon sehr schockiert. Ja, wir haben überlegt, ob wir einen Poller hier vorne installieren, damit das Auto oder mit einem Auto nicht mehr in diesen Sitzbereich reincrashen kann.